Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patty von kartinvestor.de und heute habe ich mal wieder was ganz Besonderes für euch. Heute öffnen wir Pokémon Battle Styles auf Englisch. Und zwar habe ich heute für euch das meiner Meinung nach beste Produkt von Battle Styles. Viele Leute beschweren sich halt über die Packs, weil die sagen, man zieht nicht gut. Ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht. Ich habe 10 Packs geöffnet und bis jetzt nur eine einzige Holo-Karte gezogen, sonst halt nur Reverse-Karten. Aber trotzdem muss ich sagen, ich finde das Set an sich, also die Karten, die da drin sind, auf jeden Fall cool. Und ein paar Stück davon will ich auf jeden Fall ziehen. Zum Beispiel das Despotar, das am Schlafen ist. Das Victini ist auch ganz cool. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das Set haben wollt und euch kein ganzes Display kaufen wollt, ein Display ist natürlich am allerbesten. Hier haben wir die Blister, die 3-Pack-Blister heißen die. Wir haben immer eine Münze. Eine coole Promo, entweder Blitzer, super schönes Artwork, oder Evoli, ebenso sehr schönes Artwork. Und zwar ist hier die Sache, wir haben hier drei Packs. Es gibt natürlich noch die Urshifu-Boxen, Turtok-Box und Bisasclaw-Box von Battle Styles. Das Problem ist, da sind nur zwei Battle Styles Booster drin und noch einmal Darkness Ablaze, also Flammen der Finsternis und noch irgendein anderes Random Pack von Sonne und Mond. Also zwei Packs, die man jetzt nicht unbedingt haben will. Und deswegen ist es das hier, was auf jeden Fall am meisten Sinn macht, wenn man das Set haben will und halt nicht ein ganzes Display kaufen will. Ich würde sagen, wir starten mit dem Blitzer. Achso, Moment. Der kleine Gönner muss mit aufs Video auf jeden Fall. Den vergesse ich jetzt nie wieder, nachdem ich am Anfang so schlecht gestartet habe. So, Leute. Hier könnt ihr euch einmal den Online-Code snacken. Dann haben wir die Blitzer-Promo. Hier unten ist eine fette Beschädigung wie früher in den Tinboxen. Die beiden, oh, alle vier Ecken und hier, boah, kann man das sehen? Ich hoffe, man kann es sehen. Ich versuche es ein bisschen reinzuhalten. Also hier ist richtige Abschlürfung schon. Aber das Artwork ist Hammer. Also als Promo, richtig coole Karte. Feiere ich auf jeden Fall. Und da es nur zwei Stück gibt, kann man sich die auf jeden Fall mal ranholen, Leute. Dann haben wir eine wunderschöne Shaymin-Münze. Das ist eins meiner Lieblings-Pokémon in der anderen Form mit der Gracidia. Finde ich auf jeden Fall richtig cooles Pokémon. Ich habe es auch geliebt in Diamant und Perl. Ich war damals, ich weiß nicht mehr, wo hat man die Gracidia nochmal bekommen? Bei Toys R Us oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich damals am Start und das war richtig cool. Und das waren noch Zeiten. Ich glaube, das war 2009 oder 2010. Also beste Zeit einfach. Ich war damals so süchtig. Also. Ich habe den ganzen Tag nur Pokémon gezockt und wirklich, das war meine. Also, da habe ich wirklich am meisten Pokémon gesuchtet. Tooljammer, da erinnere ich mich sehr gerne an die Zeit zurück, deswegen feiere ich die Münze auf jeden Fall wirklich. Golbat, fettes Artwork, richtig cool mit Gewitter hinten. Gliscor, Baltoy, Gliga. Wir haben hier sehr viele Fledermaus-Pokémon. What the fuck, Leute, was ist das denn? Oh Mann, einfach mal überspringen. Bronzor, auch vierte Generation. Tuska. Und die erste Reverse ist Bufalant. Erinnert mich ein bisschen an, wie heißt der nochmal? Tauros. So Leute, Hit. Komm schon, Pack Nummer 11. Boah, das ist. Ist ja nicht so schlimm, wenn man jetzt hier keinen Hit hat, aber. Leute, Pack Nummer 11 und nur ein Hit, das ist schon traurig. Wenn man so rechnet, ich glaube, ein Pack kostet so 5 € oder sowas. 5, 6 € zurzeit, weil die Sachen ja wieder ausverkauft sind. Leute, das sind schon 50, 60 € und man hat nur eine Holo-Karte gezogen. Das ist bitter. Sticht auf jeden Fall. Weil ich meine, man kriegt ja wenig Produkte. Und bei Shining Fates war es noch teurer, aber da hat man wenigstens schöne Shinies gezogen und regelmäßig schön gezogen. Und hier habe ich wirklich bis jetzt kein Glück. Boah, ist das eine hässliche Karte, Leute. Tower of Darkness, bisschen cool. Silly Cobra. Ne, ich muss wirklich was. Oh, das ist ja cool. Mr. Mime, Pantimos als Galar-Version. Richtig coole Karte. Boah, den ziehe ich mir kurz rein. Müsst wissen, Smufensa liebe ich mit am allermeisten. Der allerschönste. Ich habe seinen Tanz richtig hart gefeiert früher. Schönes Onix. Also hier sind ein paar coole Karten, Leute. Holt euch das Set. Ich kann es euch empfehlen, nur ihr zieht halt scheiße. Das ist das Problem. Habitak. Nur alte Karten. Wunderbar, freue ich mich. Honchkrow.
habe ich damals als Level X gehabt. Das war cool damals, weiß ich noch. Und, oh, Leute! Jawohl, Octillery in Gold Rare. Super schlechtes Centering, habe ich direkt gesehen. Aber die Karte habe ich mir gewünscht, Leute. Ich habe euch in den letzten Videos gesagt, dass ich den ziehen will, weil er so cool aussieht. Endlich mal eine Goldkarte. Jawohl, Baby. Ah, oh, ist das cool. Da freue ich mich richtig, Leute. Super schöne Karte. Ich liebe dieses Gold Rare. Da haben die sich was richtig Schönes einfallen lassen. Endlich mal gut gezogen. Ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen. Mir ist zwar ein bisschen kalt auch, deswegen kommt die Gänsehaut schneller raus. Aber trotzdem coole Karte, Leute. Ein Gold Rare. Saftig. Entschädigt ein bisschen dafür, dass die anderen Packs so übertrieben schlecht waren. So, Leute. Pack Nummer 3. Dann ist der erste Blister durch. Wir machen natürlich noch den anderen auf. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und vergesst nicht, Leute, wir machen regelmäßig Gewinnspiele. Also bleibt wirklich dran, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und schreibt mir auch ins Kommentar, was, wie ihr zieht und wie ihr mit dem, wie ihr mit dem Set bis jetzt zufrieden seid. Wir machen aber jetzt noch einen Blister auf. Sollte sich jetzt nicht wie ein Abschied anhören. Jumper, ganz cool. Er hat einfach einen Pokéball im Mund. Er erinnert wirklich an Pokémon. An ein echtes Tier. Lol. Ultrigaria. Mit die hässlichste Entwicklung, die es jemals gab. Ist nicht Ultrigaria, das ist Arcania schon. Okay, dann feiere ich ihn doch ein bisschen. Aber Ultrigaria habe ich immer gehasst, der war immer irgendwie lost. Also Leute, dann geht's weiter zum zweiten Blister. So sieht das Ganze von hinten aus. Mit dem schönen Evoli. Ich hätte es ein bisschen cooler gefunden, wenn die drei Evoli-Entwicklungen als Promos genommen hätten. Also die ersten drei. Flamara und Aquana und so. Und halt, Evoli hat, meine ich, schon jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen durch Shining Fates. Aber ist ja egal, ist eine schöne Karte. Die Karte ist ein bisschen gebogen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ansonsten für eine Promo sehr ordentlicher Zustand. Sieht man selten, Leute. Ich weiß nicht, warum die bei Pokémon so extreme Druckprobleme haben. Also bei Yu-Gi-Oh! Ist es wirklich einfach nicht mal annähernd so schlecht. Aber was will man machen? Also drei Packs. Das Despotar-Pack lassen wir uns für den Schluss. Das ist auf jeden Fall die Karte Nummer 1, die ich daraus haben will. Und wir haben auch ein paar schöne Rainbow-Trainer-Karten. Ich weiß gar nicht, was alles noch. So. Jetzt gucken wir mal. Machen wir mal den Kartentrick. Schöne Wasserenergie. Camping-Gear. Honchkuo. Heatmore. Boah, das ist das losteste Pokémon von allen. Unfassbar schlechtes Artwork, Leute. Ich weiß nicht, feiert jemand irgendwie sowas? Also, ich weiß nicht, wie man das feiern kann. Glammiao, Corpitch, Scatterbug. Oh, Leute, ist das ein Hit? Oh, schon wieder der Schöne hier, ich liebe ihn. Murkrow, Warden of Vitality, bevor wir zum Hit kommen, erstmal Capri-Sonne gönnen. Komm schon, Baby. Jetzt der Karten. Och, was ist das lost immer. Das ist, also ohne Witz jetzt, ohne zu übertreiben oder so, aber das schlechteste Pokémon von allen. Das schlechteste Artwork und die schlechteste Idee einfach. Feiere ich wirklich nicht 1% diese Karte. Oh Mann. Aber egal, wir haben noch zwei Packs übrig, Leute. Und wir werden die nächsten Tage noch viel vom Battle Styles aufmachen. Weil ich halt die Einzelkarten, die ich haben will, diese paar Stück, das sind 3-4 Karten, die ich haben will, möchte ich dann halt auch ziehen. Und die Einzelkarten gibt es dann in ein paar Tagen auf Card Market. Ansonsten die OVP-Produkte gibt es nur auf unserer Website. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Vielleicht findet ihr was, wenn ihr Glück habt, ist was da. Ist halt zurzeit immer sehr schnell ausverkauft. Der schöne Onix. Marvel. Shirubi. Schöne Karte. Pachirisu. Es ist, was mir aufgefallen ist, es ist wirklich öfter so, dass die Packs immer die gleiche Reihenfolge haben. Espo in Reverse. Richtig cooles Teil. Komm schon, Baby. Jawohl. Stutland V. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Feiere ich jetzt auch nicht so den Hund, aber ich feiere jede V-Karte. Finde ich immer cool. Für mich ist das immer ein Hit, auch wenn die nichts kostet. Ich war gerade nur vom Artwork ein bisschen irritiert. Aber alles gut, Leute. Ein Pack haben wir noch übrig, bevor wir Schluss machen. Und
Ich muss noch überlegen, wie wir das machen mit den nächsten Gewinnspielen. Ich muss mir da irgendein gutes System ausdenken. Ich habe gesehen, es gibt so Programme, so wie Plugins, dass man die installieren kann und dann sucht das automatisch den Gewinner aus. Muss mal gucken, ob ich sowas nehme oder ob ich es wirklich noch auf Zettel schreiben soll. Müssen wir mal schauen. Letztes Pack, vielleicht noch ein schöner Hit, Leute. Viele Loster Artworks, aber auch viele wunderschöne wie Kofensa. Den hatten wir noch nicht, den kenne ich auch nicht. Mienfu, Yampa, mag ich ein bisschen, der sieht echt cool aus, Leute. Mienfu in Holo, also Reverse. Und die letzte Karte für heute, Baby. Lasst ein Abo da, wenn es ein Hit ist. Wenn nicht, trotzdem. Komm schon, Baby. Oh no. Der Belektro oder Bolthund, oder wie der heißt. Das ist auch wieder mal lost. Also es ist sehr schwer aus dem Pack zu ziehen, aber ich will mich nicht beschweren, weil ich eine Goldkarte gezogen habe. Da freue ich mich richtig drüber, Leute. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.